der Lachs war ein Kommerzfisch. Ne? Die Lachsfischerei war eine kommerzielle Fischerei. Die deutschen Ströme zählten zu den besten Lachsflüssen überhaupt. Und das ist eben durch den gewissenlosen Umgang mit den Ressourcen in Deutschland vollständig verloren gegangen. Riesige Feuersäulen erhoben sich über Schweizer Halle bei Basel. Der Versuch, die Fischarten zu etablieren, die hier eigentlich heimisch waren. Ich finde, dass es auch ein Stück weit unsere Verantwortung ist, weil wir als Menschen haben den Lebensraum zerstört. Und deswegen sind wir auch, denke ich, dafür verantwortlich, das wieder in Ordnung zu bringen. Wir können eben auch aufzeigen, dass es prinzipiell möglich ist, den Lachs wieder anzusiedeln. Und wenn die Fische die Laichgründe erreichen, dann funkt's. Wir tun diese Arbeit nicht nur für den Lachs. Er ist die Galionsfigur, unter der sich auch jeder und jede etwas vorstellen kann. Es ist dann halt toll, wenn man sieht, dass der schon mal da war. Das ist für uns auch ein Zeichen, dass wir vernünftig mit den Fischen umgehen, dass die also das schaffen, nochmal wiederzukommen.